Es geht weiter mit Minecraft RTX und heute spielen wir eine neue Map und zwar nennt sie sich, wie nennt sie sich? Ich habe das vergessen, wirklich. Hä? Also irgendwas mit Licht und Schatten auf jeden Fall und ja, mal sehen auf was wir hier treffen. Wir sehen hier riesig gezeichnet Minecraft oder Minecraft Glas und unter dem Glas Wasser. Okay, aber wieso habe ich das zerstört? So. Das Glas kann man nicht sehen. Ja, es ist also komplett leer, also wie echtes Glas ohne diese Ränder aus Minecraft und ja. Was gibt's hier? Kann ich das wegwerfen? Ja. Zone 2. Zone 4. Ich gehe dann mal in die Zone 1. Zone oder Zone, keine Ahnung. So, was gibt's hier? Aha. Ach so, ja, diese Map kenne ich. Die stellt RTX so richtig vor. Und was ihr hier seht, ist auch keine Spiegelung. Ist auch kein Glas und dass dasselbe dort steht. Nein. Es ist ein Block. Und zwar roter Netherziegel. Okay. Und was gibt's hier? Bei Nacht sieht es so aus, okay. Und hier. Ich merke also keinen Unterschied. So, gehen wir dann weiter. Das ist so die Vorstellung von Minecraft RTX. Hier sieht man viele verschiedene Sachen. Wie die Lampen zum Beispiel. Und ja. Coole Ideen. Muss ich mal kurz für mich klauen. Nein. Okay. Und wo kann ich meine Lampen bauen? Soll ich das machen? Oder nicht? Probieren wir es mal. So, ich baue Lampen meistens eigentlich so. Wo ist der Stein? Nein, der hier. Und du. Meistens baue ich meine Straßenlampen so. Nee. So. Verschiedene Größen dann. Nee, falsch. Ich habe vergessen, wie ich meine Lampen baue. So und so. Und dann diese Dinger rauf. So, das ist meine Lampe. Okay, ich werde jetzt nicht alle Lampen bauen. Also gehe ich hier direkt durch. Und wir können schon weg. Okay, dann kann ich das alles nicht wegfressen. Nein. Okay, gehen wir zur Zone 2. Underwater, also unter Wasser. Was gibt's hier? Achso, hier kann man raus. Das ist die Basis. Sozusagen. Okay. Ich gehe aber mal zurück und schließe das ab. So. Es ist auch cool, wie man den Sonnenschein sieht. Wie im echten Leben. Aber das ist halt, dazu ist halt RTX gemacht. Sieht sehr geil aus. Und war's das hier? Mit den Fischen oder gibt es hier noch was? Doch. Hier. Gibt es einen Durchgang? So,
Und wir können sogar ins Wasser steigen. Cool. Auf jeden Fall. Nein, das hier ist noch cooler. So ein Gang. Hallo? Haben wir eigentlich hier schon die 1.17 Items? Ich glaube doch nicht, nein. Weil diese Maps sind in der alten Version. Okay, hier haben wir die 1.17 nicht, weil die Maps sind in der 1.16 noch. Wie sieht der Diamantenblock denn aus? Das will ich kurz wissen. Wow, der leuchtet. Das gefällt mir nicht. Das sind auch, glaube ich, Diamantblöcke. Nein, das hier. Stimmt's? Ja. Okay, wow, das sieht auch... Hä? Das war auch ziemlich cool. Ich habe mich aus Versehen zurückgeportet. Okay, gehen wir dann in die dritte Zone. Was wartet auf uns hier? Okay. Dann gehen wir zuerst hier rein. Wo sind wir? Wow. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir hier sind, aber es sieht cool aus. Aha. Ah ne, leider nichts. Und hier? Auch nichts. Schade. Ich musste das kaputt machen, weil mir interessant war, ob es dort etwas gibt. So. Und so. Auf jeden Fall ziemlich cooler Nachtclub oder was? Keine Ahnung. Gehen wir dann mal zurück. Und gehen hier rein. So. Wow. Wir können hier mit Bikes fahren. Okay. Dann fahre ich mal. Ja, und das ist ziemlich schnell, ja. Super schnell. So, aber wir können hier nicht raus, okay? Und was bringt dieser Schalter? Ich will mich nicht zurückporten. Also diese Minecraft-Lore verstehe ich nicht. Okay. So. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich ganz und gar nicht. Okay. So, das hier sieht mir nach einem Schlafzimmer aus. So. Oh. Das nehme ich ja gerne mit. Nein, auf mich. So. 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 Und so, yes. Jetzt haben wir eine volle goldene Ausrüstung. Aber hier gibt es auch nicht viel zu erkunden. Aber man kann hier coole Bauideen für seine eigene Welten klauen. So. Was sehen wir hier? Schon wieder ein Kaffee oder irgendwas. So. Okay. Aha. Das sind Büsche. Ich dachte, das sind diese Lavablöcke, aber nein. Da sind Büsche. Ich glaube, die Truhen sind leer. Ja. Yep. Also viel gibt es hier nicht. Das sind Härter und das soll der Kühlschrank sein. Da. Hä? Wieso setzt sich die Tür nicht? Ach, egal.
kannst du hier liegen lassen. So. Gehen wir dann wohin? Hier hin. Oh. Hä? Wieso leuchtet die Lava denn nicht? Ich glaube, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Die Lava muss eigentlich leuchten, aber sie leuchtet nicht. Hm, merkwürdig. Raus hier. So, gehen wir dann hier rein. Und was das hier ist, das verstehe ich nicht. Moment mal. Moment mal. Habe ich es doch glatt gedacht. Aha. Das ist sowas wie ein Illusionenraum, aber durch das Spiegel denkt man, dass das dieser Raum sehr groß ist. Das denkt man, dass dieser Raum, oh Gott, sehr groß ist. Durch die Spiegel. So. Ich muss jetzt nur den Ausgang finden. Cool. Coole Mechanik auf jeden Fall. So. Also, hier geht es raus. Also, das war's. Also, schade. Okay. Dann platziere ich doch ein paar Spiegel hier. So. Und so. Damit uns keiner findet. So. Ich weiß nicht, wozu ich das mache. Fragt mich bitte nicht. So. Okay, gehen wir zurück. Was mich eigentlich interessiert. Ich will mal kurz ein Experiment starten. Aber ein kleines, das wird ganz kurz dauern. So. Wie wird das hier aussehen? So, so. Es ist auch sehr schwer, diese Glasblöcke zu platzieren. Weil man sieht halt schlecht. So. So. Das zerstören wir kurz. So. So, so, so. Nein. Nein, 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 nein. Ah, nein, oh Gott. Ich habe schon lange nicht mehr in Minecraft gebaut, also es ist ein bisschen schwer mit Blöcke platzieren. So, wie sieht das von hier aus aus? Ziemlich cool. Okay, gehen wir in die vierte Zone. Game Examples. Okay. Wieso kann ich keine Blöcke platzieren? Keine Ahnung. Oha. Was ist das hier? Keine Ahnung. Also ich glaube... Hä? Ach so. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die leuchtenden Schalter aktivieren. Ja, sieht stark danach aus. Okay, dann machen wir das. Und dabei werden wir auch noch diese Welt erkunden. Also diese Map. Also diese Stage. So, und meine Jump-and-Run-Skills in Minecraft werden... höher. So, wohin jetzt? Wohin jetzt?
Ach so! Da hat es sich aufgewacht. Oder da ist es aufgegangen. So. Okay. Aha. Also das ist, glaube ich, nicht für die, die Rot-Grün-Schwäche haben. Okay. Ich glaube, ich habe keine Rot-Grün-Schwäche. Mal sehen. Ich werde das jetzt nicht übersetzen, ich werde das jetzt nur für mich vorlesen. Okay. Ich habe nicht ganz verstanden, was ich hier machen muss. Und wieso bin ich jetzt im Survival? Aber okay. Irgendwas müssen wir hier machen. Die Frage ist nur... Aha! Das sind, glaube ich, diese Lichtspielchen. Ja. Aber wozu? Was muss ich hier machen? Das ist resetten. So. So. Aha, das sind Farbspielchen. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier machen muss, aber ich gehe weiter. Ich muss wissen, was ich hier machen muss. Hä? Also ich muss irgendwie grün wählen, aber Moment. Ich lese das jetzt nochmal durch, aber ich werde es nicht übersetzen. Aha. Also man muss hier... Ups. Die grüne Farbe kriegen. Das ist orange. Ich habe vergessen, welche Farben muss man vermischen, um grün zu kriegen? Und muss man nur grün kriegen oder reichen auch mehrere Farben? So, das ist blau. Nein. Nope. Hier sehe ich ein bisschen grün, aber ich glaube, das ist nicht grün. Moment mal, wir resetten. Orange. Dann versuche ich, weil ich muss hier wirklich raten. Rot, glaube ich. Schon wieder orange. Blau. Hier sehe ich grün. Ich lasse es mal jetzt so. Ich sehe dort grün. Okay. Hä? Ich hab nicht drauf gedreht. So. Mhm. Nein. Ist das grün oder ist das eher gelb? Ich glaube, das war eher gelb. Nein. Nee. Nee. Nee.
Ich versuche es so. Und es hat sogar geklappt. Nein. Und hier? Hier muss ich wahrscheinlich rot. Ja? Glaube ich schon. Also hier gibt es rot. Ich versuche es. Nein. Also man muss direkt rot treffen. Und wie, wie mache ich denn rot? Also hier sehe ich rot. Ich versuche es. Nein. Nein. So. Nope. Nein. 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 Nope. Puh. Ich check das nicht. Und kaputt machen kann ich es auch nicht. Kann ich das irgendwie zurückverwandeln? Nein. Und das auch nicht. Scheiße. Und ich kann auch nichts bauen. Meine Fresse. Hier ist die Farbe rot. Doch sie scheint durch dieses Glas. So wird es nicht klappen. Was? Das war rot? Okay, jetzt violett. Oder lila. Das sieht mir danach aus. Falsch, sagt ihr? Vielleicht das? Ja. Jetzt checke ich das Spiel. So, und ich so... Das war's auch. Puh, okay. Ich beende auch damit hier diesen Part, weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da. Und ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft RTX. Mit weiteren Maps. Bis dann und ciao.